Wir werfen nun einen Blick zu unseren Nachbarn im Norden. In Dänemark hat unser Drehteam einen großen Lohnunternehmer besucht. Sein Herz schlägt für Großtraktoren der Firma Massey Ferguson. Doch ein neues Modell, das kommt ihnen nicht in den Stall. Ein steter Wind weht über das flache Land. Die Sonne lässt die unendlichen Weiten noch größer wirken. Hier, ganz oben im Norden von Dänemark, an der dänischen Ostseeküste, liegt Dokkedal. Wo andere Urlaub machen, hat Ib Ornsager seinen Hof. 55 Hektar Land hat er von seinem Vater geerbt. Doch mittlerweile hat der 64-Jährige eines der größten Lohnunternehmen der Region aufgebaut. Der den 1200, ich starte mit in 1942. Das ist mein erster Schlepper, den habe ich 1982 gekauft. Dieser 1200er Massey Ferguson musste anfangs immer eine Presse ziehen. Der Traktor war immer ständig überhitzt. Wir mussten uns was einfallen lassen. Deshalb haben wir den Kühlergrill abgenommen. Jetzt kühlte er zwar, aber bei Rückenwind kam das Stroh immer in den Motor. Und deshalb hat der Fahrer einen eigenen Kühlergrill entwickelt. Und mit diesen Kanten hier war dann endlich das Überhitzungsproblem gelöst. Und sein erster 1200er muss noch immer Geld verdienen, ist deshalb auch heute noch im Einsatz. Laut Seriennummer ist dieser Traktor der 27. seiner Art, der von Massey Ferguson gebaut wurde. 100 PS hatte er, als er das Werk verließ, aber Bastler Ib hat einen Turbo eingebaut. Und nun bringt es sein erster auf stolze 150 PS. Der erste richtig große Traktor, der MF 4880, kam gebraucht aus England. Zwei weitere folgten ihm in kürzester Zeit. Ein 4840 und ein weiterer 4880. Und auch diese beiden kaufte Ib gebraucht, wie bislang jeden seiner Traktoren. In Kanada fand er schließlich den ganz großen, den 4900. Natürlich war auch der nicht mehr ganz neu. Und gefunden hat Ib Ornsager ihn auch noch bei einem dänischen Händler, der in Nordamerika seine Geschäfte macht. Daraus wurde eine fruchtbare Geschäftsbeziehung, denn auch heute noch kauft Ib dort seine Ersatzteile. Seine neuesten Gebrauchten kommen jedoch wieder einmal aus England. Der Zufall wollte es so. Also ein Ferguson-Verhändler von England. Ein englischer MF-Händler hat mich angerufen und sagte, ich habe zwei 4880, die sind bei mir nicht mehr in Betrieb. Willst du die kaufen? Und da habe ich natürlich ja gesagt. Also fuhr sein Sohn mit einem Container los und hat diese Massey Ferguson geholt. In Einzelteilen. Und aus diesem Eisenhaufen sollen sie nun wieder entstehen. Seine zwei neuen Riesen. Kein einziger Traktor oder Hänger sieht in diesem Lohnunternehmen noch so aus, wie er das Werk verlassen hat. Hier wird alles den eigenen Bedürfnissen angepasst. Geschweißt, gebastelt und getüftelt. Diese Werkstatt ist noch eine echte Werkstatt. Außerdem hat hier jeder seinen eigenen Traktor. Darauf legt Ib Ornsager ganz besonderen Wert. Das ist unsere Firmenpolitik. Jeder hat seinen Traktor. Den muss er zuerst einmal auseinandernehmen und dann wieder zusammenbauen. Danach ist es seiner. Und so ist er viel mehr mit ihm verbunden. Dieser Massey Ferguson hat einen 465 PS Panzermotor als neues Herz. Ib hat vor einigen Jahren der dänischen Armee 7 von diesen Motoren abgekauft. Und trotz der höheren Leistungsstärke ist die Arbeit mit dem großen Anhängerschürfkübel die absolute Grenze für den MF 4900. Denn weil der MF 4900 nun 465 PS hat, besitzt er ein zu hohes Drehmoment. Und durch die enorme Anhängerlast des Schürfkübels von fast 15 Tonnen ist die Achslast hinten eigentlich auch noch viel zu hoch. Wenn der Schürfkübel dran ist, fährt der Ferguson nur 4 km/h bei 465 PS. Und da geht es nichts gut. Im Moment ist für groß. Und da muss ich sehr aufpassen, wenn wir so viel, erster Gang und voll Gas, da geht der kaputt. Und deshalb gibt es auch immer wieder Arbeit in der Werkstatt. Denn Ibs Traktor-Tuning überleben Achsen und Getriebe nur selten.
Darum hat der dänische Lohnunternehmer auch immer 4 Ersatzgetriebe zum Wechseln da. Peter Hansen in seinem MF 4900 unterdessen soll eine nasse Stelle auf diesem Schlag trockenlegen. Durch die Lasersteuerung entsteht ein 10-Promille-Gefälle, damit das Wasser wieder abfließen kann. Und dann ist es passiert. Der Massey Ferguson muss in die Werkstatt. Der große Knickschlepper muss am Knickgelenk auseinandergenommen werden. Es muss schnell gehen, denn am nächsten Tag soll der über 20 Jahre alte Riese schon wieder im Einsatz sein. In nur knapp 2 Stunden hat Peter Hansen seinen Traktor auseinandergebaut. 10 Jahre arbeitet er nun schon für IP und den MF 4900 hat er schon mehrmals auseinandernehmen müssen. Und auch diesmal hat trotz aller Vorsicht das Material schlapp gemacht. Der kleine Massey Ferguson stand am Anfang von Ib Ornsagers Leben als Farmer. Und am Ende seines Lebens, wenn seine Zeit abgelaufen ist, soll dieser 1200er ebenfalls stehen. Ich habe bestimmt, wenn ich nicht mehr auf der Erde bin, soll mein Sohn mich mit dem ersten 1200er, den ich 1982 gekauft habe, zum Begräbnis fahren. Und auf dem Friedhof soll er meinen Sarg dann mit 2 Strohballen zudecken. Doch noch fährt Ib seinen 1200er selber, hier in Deckedal, seinem Geburtsort. Dort, wo alles mit 150 PS begann.